CDV für die Opernwerkstatt. Jetzt haben wir einen ganz neuen Gast hier und das ist nämlich der Herr Mönch. Herr Mönch, was sind Sie denn hier in Heidenheim? Ich bin hier der Hoteldirektor des neuen Best Western Schlosshotels hier am Schlossberg, genau in unmittelbarer Nähe der Opernfestspiele, des Schlosses und des Kongresszentrums. Kannten Sie die Opernfestspiele schon vorher? Wie lange sind Sie schon in Heidenheim? Ich bin seit 10 Jahren in Heidenheim und natürlich kennt man da die Opernfestspiele als Größe in Heidenheim, klar. Sie haben selber gerade schon angesprochen, wir haben eine völlig neue Situation. Wir haben ein neues Kongresszentrum, wir haben Sie mit dem Best Western Hotel und in Rufweite sozusagen das Schloss Hellenstein, Austragungsstätte. Eigentlich besser geht's doch gar nicht, oder? Das ist richtig. Die Kombination Kongresszentrum, Hotel, Schloss und die Oper dazu als Kulturattraktion ist natürlich das Beste, was man sich vorstellen kann. Sie rechnen mit Sicherheit mit ganz vielen Gästen, auch während der Opernfestspiele. Gibt es da im Hotel irgendetwas Besonderes, was Sie sich schon haben einfallen lassen für die Gäste der Opernfestspiele? Selbstverständlich. Und zwar, wir haben ein ganz, ganz tolles Tosca-Menü, das wir anbieten. Und zwar 2 leckere Gänge, Vorspeise und Hauptgang vor der Oper. Dann können die Gäste die Oper genießen. Und nach der Oper gibt es dann in der Bar, in der Hotelbar, das Dessert. Mit einem zusätzlichen Schmankerl noch dazu. Das heißt, dann kommen 2 Mitglieder des Ensembles mit ins Hotel herüber, spielen auf dem Piano und bringen noch die Highlights der Oper in der Bar zum Besten. Das hört sich fantastisch an. Jetzt müssen wir natürlich nur noch mal nachfragen. Auch einige der Künstler werden, soweit ich das erfahren habe, bei Ihnen übernachten. Muss man, Sie haben lange Erfahrung im Hotelbereich, da etwas ganz Besonderes beachten, wenn Künstler da sind? Jeder Künstler hat natürlich seine Eigenheit. Im Moment haben wir die Details noch nicht vorliegen, aber da sind mit Sicherheit auch einige Herausforderungen dabei. Aber auch die werden wir meistern, sodass die Künstler hier sich optimal vorbereiten können bei uns auf die Oper. Kurze Frage noch. Wir stehen vor dem neuen Konzept, dem Bühnenbild. Wie hat es Ihnen gefallen? Also mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Und ich bin gespannt, wie es in Natura aussieht. Ich bin gespannt und es wird mit Sicherheit eine super Veranstaltung. Wichtigste Frage zum Schluss. Sagen Sie, wie stirbt Tosca? Wie stirbt sie? Wie sie stirbt? Sie springt von der Mauer.